herzlich willkommen zu unserem Webinar, das erste in 2023 im Rahmen der Reihe Digitaler Donnerstag. Mein Name ist Franziska Behrens, ich bin Teil des Team Handel der IHK Schwaben. Wir sind zu zweit und wir organisieren nicht nur diese Webinarreihe, sondern stehen auch für sonstige Fragen und Auskünfte immer gerne zur Verfügung. Also Sie können uns auch anrufen, mal auf der Webseite gucken, was wir sonst noch im Angebot haben. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Bevor wir starten mit dem Thema, noch ein paar organisatorische Hinweise. Diejenigen von Ihnen, die öfter mal dabei sind, kennen das schon. Sie haben die Möglichkeit, während des Vortrags Fragen in den Chat zu stellen. Ich würde Sie auch bitten, das direkt zu machen, wenn Ihnen die Idee kommt, weil dann kann ich das während des Vortrags schon ein bisschen vorgliedern und dann können wir alle Fragen tatsächlich auch im Anschluss dann besprechen. Die Folien vom Vortrag kriegen Sie auf jeden Fall im Nachgang zugeschickt und wir nehmen das Webinar heute auch auf und dann bekommen Sie innerhalb der nächsten Tage, das dauert ein bisschen, bis wir das bearbeitet haben, aber dann auch den Link zugeschickt, wo Sie das sich nochmal angucken können. Also Sie müssen nicht alles mitschreiben. Dann zu unserem Thema. Wenn man heute im Jahr 2023 wissen will, wo man Schuhe von einer bestimmten britischen Marke bekommt oder sich überlegt, der Goldpreis ist so hoch, meinen alten Schmuck, den will ich jetzt mal loswerden, dann überlegt man sich, wie kann ich den verkaufen? Dann ist der erste Griff meistens Google zu befragen und dann geht der Griff eben zum Handy, wenn man auf dem Sofa sitzt oder wenn man vorm Desktop PC ist, dann gibt man das über seine Tastatur ein und idealerweise tauchen dann die Unternehmen auf, die ihr Google-Unternehmen Profil gut gepflegt haben und da kann man dann alles erfahren, was man über dieses Unternehmen wissen muss, wie es dort so aussieht, was man einkaufen kann, wann es vielleicht auch geöffnet ist. Und in diesem Webinar geht es jetzt darum, wie Sie Ihre Firma im Google-Unternehmensprofil am besten präsentieren und verlinken. Und dazu haben wir einen Experten heute hier. Das ist der Christoph Bauer von der Firma Bits & Passion, der sich gleich auch noch mal ein bisschen selber vorstellen wird. Und ich freue mich sehr, dass wir den heute hier haben. Hallo Herr Bauer, ich übergebe Ihnen die Bühne. Wir freuen uns. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und was zum Thema Local SEO bzw. lokale Suchmaschinenoptimierung zum Besten geben darf. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, beziehungsweise fangen wir erstmal an mit der Agenda. Wir haben es eigentlich untergliedert in drei größere Punkte. Einmal das Google Unternehmensprofil, auch bekannt als Google My Business, so hieß es früher. Da wird man ein bisschen drauf eingehen, wie man so ein Profil einrichtet, wie man ein Profil übernimmt und worauf es bei der Pflege des Profils ankommt. Dann haben wir das Thema Einträge bzw. Branchen und andere Plattformen und wir haben das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung. Da geht es praktisch um die Optimierung Ihrer eigenen Website. Genau, ganz kurz zwei Worte zu mir. Mein Name ist Christoph Bauer, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Bits & Passion GmbH. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur in Augsburg. Wir sind aktuell zu 12 und wir haben tolle Kunden von der Zahnarztpraxis bis hin zum DAX 30 Konzern. Ich mache das ganze Thema schon ein bisschen länger, bin jetzt seit 20 Jahren im Bereich Suchmaschinenoptimierung tätig, ja, darf auch die Studierenden an der Hochschule Augsburg und an der DHBW in Ravensburg zu dem Thema aufschlauen und ja, freue mich, dass ich auch immer wieder für die IHK was zum Besten geben darf. Genau, steigen wir ein ins Thema. Ich habe relativ viele Slides für Sie dabei, deswegen ich werde auch ein bisschen schneller sprechen. Sie haben ja im Nachgang auch die Möglichkeit, die Aufzeichnung nochmal anzugucken. Sie bekommen auch die Folien zugeschickt, soweit ich informiert bin. Dementsprechend, wenn Sie irgendwo nicht mitkommen, notieren Sie das gern. Ich beantworte im Anschluss gerne noch die Fragen. Das Thema Local SEO besteht im Grunde aus drei Säulen. Diese drei Säulen habe ich hier mal auf eine Folie gepackt. Fangen wir an mit der wichtigsten. Das ist das Google Unternehmensprofil. Es ist deshalb am wichtigsten, weil es eigentlich der schnellste Einstieg in das Thema ist, wo Sie direkt heute noch eigentlich damit starten können. Dann haben wir die Local On-Page SEO. Also die SEO steht für Search Engine Optimization. Also für Suchmaschinenoptimierung, da geht es tatsächlich um die Optimierung auf Ihrer eigenen Website. Und dann haben wir noch die Local Off-Page SEO, da geht es im Grunde um Verlinkungen von anderen Webseiten.
Genau, jetzt habe ich hier mal einen Screenshot mitgebracht, habe ich gestern ganz frisch aufgenommen. Und zwar habe ich links einmal das Thema Schuhe gesucht. Und wie man jetzt hier sieht, blau umrandet sind die Anzeigen, also die kostenpflichtigen Suchergebnisse. Da zahlen Sie wirklich für jeden Klick. Das heißt also, wenn Sie hier jetzt auf ein Ergebnis klicken, dann wird da ein sogenannter CPC, ein Klickpreis, fällig. Und deswegen haben wir noch einen anderen Bereich, nämlich die organische Suche. Das ist in dem Fall orange umrandet. Und wie man jetzt schon sieht auf dem linken Screenshot, ist es eben so, dass die organische Suche nach der bezahlten Suche kommt. Der Vorteil ist allerdings, dass Sie hier nichts für den Klick bezahlen. Und jetzt habe ich rechts auf der rechten Seite dann noch einen zweiten Screenshot. Da habe ich die Suchanfrage mal noch ein bisschen erweitert und habe nicht nur nach Schuhe, sondern Schuhe Augsburg gesucht. Und was man jetzt hier ganz schön sieht, ist, dass die Suchergebnisseite etwas anders aussieht. Nämlich wir haben oben keine Anzeigen, wir haben nur auf der rechten Seite Anzeigen. Und dafür kommt der organische Bereich mit dieser Google Maps Karte eben in den Vordergrund oder ins Blickfeld. Und das ist jetzt eine tolle Möglichkeit für Sie, praktisch auch für sehr umkämpfte Begriffe wie Schuhe ganz oben gefunden zu werden, noch vor Zalando, Schuhe.de und anderen großen Playern. Genau, ich sage immer zu meinen Kunden, im Grunde ist es wie so ein Schaufenster, das ich auf Google habe. Und was man jetzt hier sieht, ist auf der rechten Seite mal, also wenn man nach unserer Firma sucht, nach Bits & Passion, dann kommt eben natürlich auf Platz 1 unsere Agentur-Website, Gott sei Dank, sonst hätten wir unseren Job nicht gut gemacht. Und auf der rechten Seite sehen wir eben dieses Google-Unternehmensprofil. Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe die ganzen Beispiele auch anhand unserer Website gemacht, damit ich niemanden auf die Füße trete. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich immer unsere Website erwähne. Genau, jetzt sehen wir hier dieses Google-Unternehmensprofil oder auch den Google My Business-Eintrag, wie es früher hieß. Und da haben wir eben die Möglichkeit, ganz viele Informationen schon mitzugeben, den Unternehmensname, den Standort auch mit einer Karte verknüpft, Fotos, aber auch so Sachen wie Produkte. Also ich kann hier direkt auch entsprechende Produkte anteasern. Sehen wir dann hier. Ich kann aber auch Beiträge verfassen und natürlich auch ganz wichtig bei dem Thema die Rezensionen, also die Bewertungen der Nutzer. Genau, steigen wir mal ganz kurz ein. Wie komme ich jetzt an so ein Google-Unternehmensprofil ran? Also Sie googeln einfach Google-Unternehmensprofil, dann kommen Sie auf die entsprechende Website und dann haben Sie hier die Möglichkeit praktisch den Link anzuklicken. Und dann werden Sie eigentlich von Google perfekt da auch schon durchgeführt. Was jetzt hier ganz wichtig ist an der Stelle, ist, dass Sie das wirklich sehr gewissenhaft ausfüllen. Also ich würde Ihnen da wirklich empfehlen, dass Sie sich da ein bisschen Zeit nehmen und nicht sagen, wie man es oft vielleicht so macht, ich fülle das jetzt mal kurz aus und im Nachgang mache ich es dann nochmal schön oder besser, sondern nehmen Sie sich da wirklich Zeit, füllen Sie das aus. Und da geht schon los beim Unternehmensnamen. Also jetzt bei uns zum Beispiel ist es ja so, dass wir ein kaufmännisches Und-Zeichen im Unternehmensnamen haben. Wenn ich das so angezeigt haben möchte, dann muss ich das auch reinschreiben. Und ich sollte jetzt nicht einmal Bits and Passion ausgeschrieben verwenden und einmal mit dem Und-Zeichen. Ich muss mich auch entscheiden, mache ich es mit GmbH-Zusatz oder ohne. Also das sind alles Sachen, das sollten Sie sich hier schon direkt überlegen, wie Sie angezeigt werden möchten. Und das Gleiche gilt eben dann auch für weitere, weitere Punkte wie die Adresse beispielsweise. Jetzt haben wir hier dann die Frage, sie ist nur ein bisschen schlecht, ist sehr klein. Dankeschön. Jetzt geht es hier um die Frage, ist es ein Ladengeschäft oder ein Büro? Da ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt praktisch Kundenverkehr habe, also wenn ich ein Büro habe oder ein Ladengeschäft, wo jemand mich auch besuchen können soll, dann klicke ich hier natürlich Ja an. Und ganz wichtig, auf der rechten Seite sehen wir dann das Thema Adresse. Auch hier muss man aufpassen, was wir jetzt hier zum Beispiel ein bisschen anders gemacht haben. Hier ist jetzt bei unserer Straße, da steht jetzt Bahnhofstraße 12,5
Und das ist jetzt ein bisschen anders geschrieben als bei uns auf der Website. Also davon würde ich jetzt zum Beispiel schon mal abraten. Also man sollte das immer konsistent halten. Man sollte beispielsweise Straße immer entweder ausschreiben oder immer abkürzen. Man sollte dann Straße immer entweder mit ScharfS oder mit Doppel-S schreiben. Also die Schreibweise, die man für richtig hält, die sollte man verwenden und konsistent dann auch durchziehen. Genau, dann haben wir das nächste Thema. Es kann vorkommen, Sie füllen das aus und dann sagt Ihnen Google, dass es eben schon ein Unternehmen mit diesem Namen gibt. Das kann sein, dass Google das selbst angelegt hat. Es kann aber auch sein, dass jemand anderes das angelegt hat. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sowas zustande kommt. Oder Sie haben es in der Vergangenheit schon mal angelegt und können sich vielleicht nicht mehr daran erinnern. Auch das haben wir relativ häufig. Dann können Sie jetzt eben hier auswählen, ob Sie das übernehmen möchten oder ja, ob es sich um ein anderes Unternehmen handelt. Dann haben wir den nächsten Punkt. Da geht es jetzt um das Thema Lieferservice. Und ja, also da kann man beispielsweise auch sehr schön eingeben, wie weit Sie liefern. Also Sie können, haben die Möglichkeit, Ihre, das fällt mein Begriff nicht ein, also ja, einen Umkreis anzugeben, in dem Sie tätig sind. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Nutzen Sie das, genauso wie die Kontaktdaten, hinterlegen Sie eine Telefonnummer, achten Sie darauf, dass die Telefonnummer auch funktioniert. Also wir haben sehr, sehr oft den Fall, dass eine nicht funktionierende Telefonnummer hinterlegt wird und das Gleiche natürlich für die URL. Dann ist es so, wenn Sie das alles durchgeführt haben, dann muss das Ganze noch verifiziert werden, damit Google auch weiß, dass es wirklich von Ihnen angelegt wurde und dass Sie auch die, die Berechtigung haben, das anzulegen. Und das macht Google ganz clever. Google schickt Ihnen dann einen Verifizierungscode per Postkarte. Also Sie haben ja gerade Ihre Adresse hinterlegt. An diese Adresse wird dann dieser Code verschickt. Das nützt also auch nichts, wenn Sie da irgendwas faken oder was Falsches eingeben. Es muss schon passen, weil sonst kommt dieser Code eben per Postkarte nicht an. Wenn Sie den bekommen, ist da eine URL mit drauf. Die geben Sie im Browser ein und dann kriegen Sie noch einen, ich glaube, sechsstelligen Code. Den geben Sie dann eben in das vorgesehene Feld ein und dann sind Sie ein verifizierter Inhaber von diesem Google-Unternehmensprofil. Genau, so sieht das Ganze dann aus, wenn wir was angelegt haben und das Umrandete auf dem Screenshot, da haben Sie eben die Möglichkeit zu sagen, ich bin der Inhaber. Also sollten Sie schon so einen Eintrag von Ihrem Unternehmen sehen, können Sie dort eben draufklicken und sagen, ich bin der Inhaber, ich möchte mich gerne einloggen und etwas verändern. Genau, dann haben wir den nächsten Fall, wenn Sie jetzt praktisch versuchen, sich einzuloggen, Google aber sagt, okay, da gibt es schon einen Account, dann ist die E-Mail-Adresse hinterlegt, die ist natürlich nicht ganz im Klartext ersichtlich, da müssen Sie ja dann gucken, ob das eine Adresse ist, auf die Sie Zugriff haben, beziehungsweise Sie können dann den Zugriff anfordern, um dieses Unternehmensprofil zu übernehmen. Was ich an der Stelle noch empfehlen würde, ist, wenn Sie mit einer Agentur oder einem Freelancer zusammenarbeiten, da haben wir sehr oft den Fall, dass die Agentur oder der Freelancer dieses Profil anlegt und dass das dann auf eine E-Mail-Adresse von diesen, ja, von diesem Dienstleister läuft. Und damit begeben Sie sich natürlich immer in eine gewisse Abhängigkeit. Also da würde ich Ihnen ganz dringend davon abraten. Das sind wirklich Sachen, die sollten Sie in Ihrem Besitz haben. Sie sollten sicherstellen, dass Sie das anlegen oder dass Sie zumindest die höchsten Rechte haben. Und die dann gegebenenfalls an eine Agentur oder an einen Freelancer weitergeben, aber auf gar keinen Fall die eigenen Zugangsdaten weitergeben und auch nicht den Dienstleister das Ganze anlegen lassen. Sonst haben Sie später das Problem, wenn Sie mit jemand anderem arbeiten möchten, dass womöglich ja die Rechte nicht übertragen werden oder sonstige Probleme. Genau, dann kann man hier den Zugriff anfordern. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, das muss man einfach dann ausfüllen und abschicken und dann bekommt derjenige, der den Zugriff eben hat, der bekommt eine E-Mail-Benachrichtigung und kann sie dann entsprechend freigeben. Genau, wenn der Zugriff bereits vorhanden ist, dann können Sie sich einloggen und dann geht es im Grunde an die Verwaltung oder an die Optimierung.
So sieht das Ganze dann aus, wenn Sie sich praktisch als Inhaber eingeloggt haben und nach Ihrem Unternehmen suchen, dann sehen Sie auf der Google-Suchergebnisseite eben diesen Bereich hier, wo Sie dann die Möglichkeit haben, alles individuell einzustellen. Links oben blau umrandet habe ich den Punkt Profil bearbeiten. Wenn Sie da draufklicken, dann gelangen Sie in die Bearbeitungsoberfläche. Jetzt fehlt uns hier ein bisschen die Zeit, da auf alles im Detail einzugehen. Das können Sie sich im Nachgang aber alles gerne noch genauer anschauen und durchlesen. Ich versuche jetzt mal die wichtigsten Punkte rauszugreifen. Im Reiter Info ist es jetzt eben so, dass wir beispielsweise eine Kategorie hinterlegen können, die ist sehr, sehr wichtig. Also da sollten Sie sich auch wirklich ein bisschen damit beschäftigen und befassen, was es für Kategorien gibt und welche für Sie am besten passt, damit Sie die richtige Hauptkategorie für Sie auswählen und auch Sie können da auch mehrere Unterkategorien auswählen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil Sie sonst unter Umständen nicht gefunden werden. Also da lieber ein bisschen mehr Zeit investieren und nicht schnell irgendwas anklicken. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Direkt drunter sehen Sie dann die Beschreibung. Auch die ist sehr, sehr wichtig. Da sollten Sie sich auch gut vorbereiten oder was überlegen, wie Sie Ihr Unternehmen gerne darstellen möchten. Da können Sie, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Zeichen da reinpassen, aber da haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, einen längeren Text zu verfassen, Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen vorzustellen. Und da ist dann auch wichtig, dass Sie entsprechende Keywords, also so Schlüsselbegriffe, wie zum Beispiel in unserem Fall SEO-Agentur oder Suchmaschinenoptimierung, dann eben reinbringen. Es können Ihre Produkte sein, es können aber auch Dienstleistungen sein, die Sie anbieten, aber auch Alleinstellungsmerkmale, die Sie als Unternehmen auszeichnen. Dann haben wir den nächsten Punkt, das sind die Kontaktdaten. Das habe ich jetzt vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt. Da ist es wirklich sehr wichtig, dass Sie die Telefonnummer nochmal prüfen. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir erleben es aber in der Praxis sehr häufig, dass da irgendwas fehlt oder dass irgendein falsches Format angegeben wird. Da sollten Sie sich wirklich, das sollten Sie nochmal testen und ein Format wählen, das auch der DIN entspricht. Zum Beispiel eben 0821 für Augsburg und dann eben die Telefonnummer. Viele machen da auch den Fehler, dass sie beispielsweise +49 schreiben und dann aber noch eine 0 für, also 0821, dann eben weitermachen. Das ist nicht korrekt, also es wäre kein korrektes Format. Wenn, dann wäre wieder korrekt +49821, also ohne diese führende 0. Das sind so Kleinigkeiten, auf die muss man aber aufpassen. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, immer die gleiche Telefonnummer anzugeben. Wir kommen später noch zu den Branchenportalen. Da ist es immer am besten, wenn Sie für alle Portale die gleiche Telefonnummer auswählen und auch das gleiche Format. Genau, dann, wenn wir vielleicht den Ausschnitt noch mal ein bisschen vergrößern können über der Karte. Genau, da ist nämlich der Standort noch mal. Da sehen wir jetzt die Adresse. Auch hier habe ich ja vorhin schon was dazu gesagt. Es ist wirklich wichtig, dass Sie nicht einmal die Straße ausschreiben und einmal abkürzen oder dann die Hausnummer mal weglassen und nur Bahnhofstraße 12 beispielsweise schreiben, sondern es muss wirklich immer konsistent sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir das Thema Öffnungszeiten. Wenn Sie in einer Branche tätig sind, wo Sie Öffnungszeiten haben, was ja bei den meisten der Fall sein wird, dann würde ich Ihnen auch empfehlen, die einzutragen und zwar auch regelmäßig zu aktualisieren. Ich glaube, Sie kennen das alle. Man guckt irgendwas nach im Internet, man findet die Öffnungszeiten, denkt sich, super, bis 19 Uhr geöffnet, ich habe noch ein bisschen Zeit, dahin zu fahren. Man kommt um 18.34 Uhr dort an und stellt fest, die haben doch schon um 18 Uhr geschlossen. Sowas ist super ärgerlich und führt dann auch dazu, dass möglicherweise woanders gekauft wird. Deswegen pflegen Sie das. Sie kriegen auch von Google regelmäßig eine Benachrichtigung, wenn ein Feiertag oder Ähnliches ansteht, wo Sie dann die Möglichkeit haben, mit einer einfachen Frage Google zu beantworten, ob Sie an diesem Feiertag geöffnet haben oder nicht. Auch das ist eine super Möglichkeit und auch da würde ich Ihnen empfehlen, immer darauf zu reagieren und das zu hinterlegen, weil es einfach ärgerlich ist für die Kunden, wenn die Information nicht stimmt.
Auch interessant könnte das sein, beispielsweise bei Arztpraxen haben sie irgendwelche Notfallsprechstunden oder ähnliches. Da haben sie auch unten nochmal die Möglichkeit, gewisse spezielle Fälle, sage ich jetzt mal, abzudecken. Genau, und dann gibt es noch den Reiter mehr. Da versteckt sich jetzt so einiges drunter. Den am besten auch mal ganz genau durchgucken. Also generell wäre meine Empfehlung, füllen Sie das Profil wirklich so vollständig wie möglich aus, geben Sie sich da wirklich Mühe und tragen Sie alles ein, was irgendwie relevant sein könnte. Also hier hat man zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ob das Unternehmen von Frauen geführt wird, ob es barrierefreie Toiletten gibt. Ja, also da haben Sie wirklich alle möglichen Punkte noch, die Sie einstellen können und das am besten einfach mal alles durchgehen und alles, was auf Sie zutrifft, anklicken, weil alles erhöht sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Google sie ausspielt, beziehungsweise wenn sie ausgespielt werden, dass es Vorteile hat, weil jemand zum Beispiel speziell nach einem Unternehmen sucht, das barrierefrei ist beispielsweise. Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, die Bewertungen oder auch Rezensionen genannt. Das kennen Sie sicher auch. Im Internet ist es extrem wichtig, was andere über einen sagen. Das Problem an dem Ganzen ist, dass meistens vor allem dann eine Rezension oder eine Bewertung abgegeben wird, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn Sie zufriedene Kunden haben, fordern Sie die gerne auf, dass Sie ihnen eine gute Bewertung hinterlassen. Ich habe dazu noch eine kleine Anekdote. Ich war vor 3 Wochen in der Waschanlage und bin da durchgefahren, habe das Premium-Programm gewählt, habe mich gefreut, dass ich ein sauberes Auto habe, bin anschließend zum Rewe zum Einkaufen gegangen und als ich zurückkomme, sehe ich, dass hinten auf der rechten Seite was nicht ganz sauber geworden ist. Ich bin dann nochmal hingefahren, habe gesagt, so und so schaut es aus, ist jetzt nicht ganz sauber geworden. Der Herr hat ganz freundlich reagiert, hat gesagt, überhaupt kein Problem, kommt ab und zu vor, darf ich Ihnen kurz das Ganze manuell sauber machen. Ist dann nochmal über das ganze Auto drüber gegangen, hat mir noch ein Tuch geschenkt für 3 Euro und hat gesagt, ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt weiterhelfen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass Sie jetzt nochmal herfahren mussten. Wenn es für Sie in Ordnung war und wenn Sie ein gutes Erlebnis hatten, dann bewerten Sie uns gerne im Internet. Das habe ich natürlich gern gemacht. Also ich habe es nicht am gleichen Tag gemacht, aber am nächsten habe ich es sofort ausgefüllt, weil es wirklich ein super User Experience war. Deswegen, wenn Sie zufriedene Kunden haben, fordern Sie die gerne auf, da eine Rezension oder eine Bewertung zu schreiben. Und ganz wichtig, reagieren Sie darauf. Also reagieren Sie sowohl auf negative als auch auf positive Bewertungen. Das ist im Internet wirklich sehr wichtig. Ab und zu kommt es auch vor, dass da jemand wirklich ein bisschen ausfallend oder beleidigend wird. Wir haben auch oft den Fall, dass ein Kunde da Bewertungen löschen lassen möchte. Das ist nicht so ohne weiteres möglich. Wir haben auch Kunden, die da anwaltlich dagegen vorgehen. Auch das ist nicht ganz einfach und kostet viel Geld. Ein guter Weg, damit umzugehen, ist einfach darauf zu reagieren, zu sagen, es tut uns leid, dass da was schief lief. Wir würden den Fehler gerne wieder gut machen. Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt zu uns auf oder bitte, ja, hier haben Sie einen Gutschein oder ähnliches. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall immer darauf reagieren. Dann gibt es noch das Thema Nachrichten. Also tatsächlich hatten wir im Herbst, ich glaube im September war das, haben wir eine Anfrage über unser Google Unternehmensprofil, heißt es mittlerweile, bekommen. Und wir haben dann sehr schnell darauf reagiert. Mittlerweile ist es auch ein Kunde geworden tatsächlich. Also auch da ist natürlich wichtig, die Geschwindigkeit zählt. Sie sind hier im Internet, da muss man schnell reagieren. Wenn man diese Benachrichtigungen aktiviert hat, muss man sich darauf einstellen, dass da welche kommen. Und dann sollte man aber auch zeitnah reagieren. Also zeitnah heißt, innerhalb der nächsten Stunden, spätestens am nächsten Tag, sollten Sie darauf reagieren, damit Sie da auf der anderen Seite kein schlechtes Erlebnis auslösen. Dann haben wir das Thema Produkte, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, da fehlt ein bisschen die Zeit für. Schauen Sie sich das an, Sie können Ihre Produkte hinterlegen, Sie können da auch Preise und andere Attribute mit hinterlegen. Also auch da gilt, wenn Sie das ausfüllen, füllen Sie das so umfangreich wie möglich aus. Fotos, auch immer ein wichtiges Thema. Sie wollen ja Ihr Unternehmen bestmöglich präsentieren, deswegen schauen Sie, dass Sie da Bilder von Ihrem Unternehmen hochladen. Wir haben es
bisher so semi-gut gemacht. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. In unserem Fall sind die auch sehr inhaberlastig, was auch damit zusammenhängt. Thema DSGVO nicht. Jeder möchte, dass sein Bild da erscheint. Und überhaupt ja, ist es bei einer Agentur nicht ganz so einfach, da die passenden Bilder zu suchen. Aber vor allem, wenn Sie ein Ladengeschäft haben, laden Sie viele Bilder hoch. Wenn Ihr Geschäft ein bisschen versteckt ist, laden Sie gerne auch ein Bild hoch, wo Sie erklären, der Eingang ist hier ums Eck mit einem Pfeil oder Ähnlichem. Also da gibt es tolle Möglichkeiten. Nutzen Sie das. Die Bilder werden in der Regel sehr, sehr häufig angeklickt. Also wir haben da entsprechende Statistiken auch und die werden sehr gern genutzt. Und dann haben wir noch das Thema Beiträge. Auch da könnte man jetzt viel dazu erzählen. Sie haben die Möglichkeit, kurze Beiträge zu verfassen. Die dürfen bis zu 1500 Zeichen haben. Da haben Sie die Möglichkeit, was Neues vorzustellen. Wichtig ist, dass man hier nicht zu werblich ist, sonst kann es sein, dass das rausfliegt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Bereich. Das ist eigentlich die Off-Page-Optimierung, also Verlinkungen von extern. Ich glaube, ich muss ein bisschen draufdrücken. Hier sind wir beim Thema Citations. Citations, damit sind, wie gesagt, Verlinkungen gemeint. Und die sind eben sehr wichtig bei der Suchmaschinenoptimierung, weil die für Google auch ja, ein Beweis dafür sind, dass es ihr Unternehmen gibt und dass das alles seine Richtigkeit hat. Und hier haben wir zum Beispiel mal einen Branchenverzeichnis-Eintrag von meinestadt.de. Zugegebenermaßen, er sieht jetzt nicht besonders toll aus. Das ist aber wichtig, weil da stehen wieder die gleichen Informationen drin. Also Sie haben zum einen die Möglichkeit, also es gibt ja viele Nutzer, die solche Branchenverzeichnisse nutzen, aber auch Google nutzt diese Verzeichnisse, um ihre Adresse beispielsweise abzugleichen. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass man da auf einigen Portalen vertreten ist und dass die Informationen wieder zu denen passen, die Sie auch im Google-Unternehmensprofil haben. Genau, also hier auch nochmal zusammengefasst und auf der rechten Seite ein paar Beispiele, welche da besonders wichtig sind. Ich würde an der Stelle tatsächlich ein bisschen schneller über die Folie gehen, weil die nächste eigentlich ganz gut noch das Ganze erklärt. Es gibt nämlich einen Check von uberall.com. Da haben Sie die Möglichkeit, Sie geben Ihre Firmenbezeichnung ein und zwar genauso, wie Sie das gerne hätten, also in unserem Fall Bits & Passion GmbH. Sie geben die Straße ein, wie sie richtig geschrieben wird und die Postleitzahl. Dann drücken Sie auf Testen, dann dauert es ungefähr eine Minute und dann kriegen Sie hier so eine Ergebnisliste und die Ergebnisliste sagt Ihnen, zu wie viel Prozent Ihr Unternehmen in diesen Branchenportalen eingetragen ist, zu wie viel Prozent sie korrekt eingetragen ist und zu wie viel Prozent da noch Optimierungspotenzial besteht. Also die Liste hat, glaube ich, um die 40, 50 Einträge und Sie sehen dann immer rot hinterlegt, was eben nicht passt, beziehungsweise was nicht Ihrer Eingabe entspricht. Das kann ich Ihnen nur empfehlen, das einmal testen zu lassen und sich dann bei möglichst vielen von diesen Portalen einzutragen. Das sind auf jeden Fall auch diejenigen, wo Google Wert drauf legt und wo Google dann abgleicht mit dem Google-Unternehmensprofil. Genau, da haben wir noch das Thema lokale Backlinks, also Verlinkungen, ein Backlink auch genannt. Da geht es darum, dass möglichst viele andere Webseiten Sie verlinken. Je mehr Sie verlinkt werden, desto mehr ist das für Google ein Beweis, dass Sie ein vernünftiges Unternehmen sind, dass alles in Ordnung ist und dass andere gerne auf Sie aufmerksam machen. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Also was vielleicht bei vielen der Fall sein dürfte, vielleicht sind Sie Sponsor beim Sportverein oder bei irgendeiner anderen, bei einem anderen Verein. Da haben Sie dann die Möglichkeit, dass Sie sich im Partnerbereich verlinken lassen. Und ganz wichtig, wenn Sie Lieferanten, Kunden und andere Geschäftsbeziehungen haben, mit denen Sie sehr eng zusammenarbeiten und für die Sie sehr viel tun, schreiben Sie die an und fragen Sie nach einer Verlinkung. Das ist vorteilhaft für Ihre Seite und dementsprechend ja, würde ich Ihnen das ans Herz legen. Was auch immer gut funktioniert, geben Sie etwas. Also man macht nicht immer alles für Geld. Oft ist es auch so, dass man einfach mal freiwillig etwas gibt und dann auch wieder was zurückbekommt und es kann eben auch ein Link sein.
So, dann kommen wir noch zum letzten Block. Über den könnte man jetzt wirklich Tage referieren. Da gibt es sehr, sehr viel zu sagen und da gibt es sehr viel richtig und falsch zu machen. Ich gehe jetzt mal auf die wichtigsten Punkte ein. Und zwar sprechen wir jetzt von Ihrer Website, also von der Optimierung auf Ihrer eigenen Internetseite. Und da haben wir zum einen dieses sogenannte Snippet. Das ist im Grunde das, was bei Google angezeigt wird in der Suchergebnis-Trefferliste. Wenn sie für das jeweilige gesuchte Wort gefunden werden. Und der besteht aus drei Teilen, die URL, der Title Tag und die Meta Description. Und die URL ist, denke ich mal, klar, das ist die Internetadresse. Dann der Title Tag wird hier als Überschrift praktisch dargestellt und die Meta Description als Kurzbeschreibung. Und hier ist es natürlich sehr wichtig, dass Sie den Nutzer neugierig machen bzw. zum Klicken animieren. Das heißt, Sie sollten da ganz, ganz kurz und prägnant beschreiben, um was es geht. Also bei uns würde da zum Beispiel SEO-Agentur Augsburg stehen und weiß ich nicht, fordern Sie jetzt ein kostenloses Angebot an oder kostenloses Erstgespräch, also irgendwas, was den Nutzer dazu animiert, dass er erstens weiß, er ist hier richtig bei einer SEO-Agentur und er bekommt hier etwas von uns, wenn er draufklickt. Was dann auch noch wichtig ist, ist der sogenannte Seitenfooter. Auch hier jetzt wieder an unserem Beispiel, da ist wichtig, dass man die Adresse verwendet. Da gibt es noch ein spezielles Markup, also eine spezielle Auszeichnung im HTML-Quellcode. Das würde jetzt an der Stelle aber zu weit gehen, aber das ist das sogenannte Rich Snippet Markup, mit dem Sie zum Beispiel Google sagen, okay, das ist jetzt 86150, ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Zahl, sondern das ist jetzt konkret die Postleitzahl, indem Sie das eben als Postleitzahl auszeichnen oder die Telefonnummer als Telefonnummer. Telefonnummer ist auch schon ein gutes Stichwort. Da gibt es den sogenannten Click-to-Call. Also Sie können das auch so hinterlegen oder sollten das so hinterlegen, dass man direkt draufklicken kann auf die Telefonnummer. Das ist vor allem am Handy immer super. Kennen Sie sicher, Sie sind auf irgendeiner Website unterwegs, finden eine Telefonnummer, wollen draufklicken und es geht nicht, weil er die Nummer nicht als Telefonnummer erkennt. Auch dafür gibt es entsprechende Auszeichnungen, sodass Sie dann die Möglichkeit haben, direkt mit einem Klick dort anzurufen. Was jetzt bei uns wenig Sinn macht, das in den Footer zu schreiben, das sind die Öffnungszeiten. Aber das ist vor allem bei einem Ladengeschäft oder bei einer Arztpraxis oder Ähnlichem ist es natürlich auch besonders wichtig, dass man das auf der Seite stehen hat und das steht halt oft in diesem Footer. So, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst das Thema NAP, Name, Address und Phone Number. Das sind in der lokalen Suchmaschinenoptimierung drei ganz wichtige Bestandteile und ich würde mich jetzt wiederholen, aber bleiben Sie da einfach konsistent. Schauen Sie, dass Sie die richtigen Formate verwenden und dass Sie das auf allen Webseiten und Branchenportalen genau die gleiche Schreibweise verwenden. So, jetzt nähern wir uns dem Ende. Jetzt habe ich noch das Thema Content. Ja, wichtig ist Qualität vor Quantität. Also schauen Sie wirklich, dass Sie hochwertige Texte und hochwertige Informationen draufpacken. Wichtig ist auch, Sie schreiben die Website oder den Content für Ihre Nutzer, nicht für Google. Google versucht, den Nutzer zu imitieren. Das heißt, wenn Sie immer an Ihren Nutzer denken, dann machen Sie alles richtig, weil Google im Grunde das sehr gut hinbekommt und rausfindet, dass Sie da eben tollen Content generiert haben, wenn Sie immer den Nutzer im Fokus haben. Ja, ansonsten, ein Punkt ist mir noch wichtig, hier steht am Ende noch drauf, bloggen Sie regelmäßig. Das ist ein Punkt, der stimmt tatsächlich nicht immer, der wird von Agenturen sehr gern empfohlen. Es macht aber nicht immer Sinn, dass Sie einen Blog haben und der ist auch nicht zwangsweise notwendig für SEO, sondern da geht es darum, das muss zu Ihrem Thema passen. Wenn Sie was zu sagen haben, wenn es regelmäßig was Neues zu sagen gibt, dann sehr gerne bloggen. Wenn Sie aber dann nur ein Produkt nach dem anderen vorstellen, dann würde ich eher davon abraten. Genau, dann habe ich hier noch ein paar weiterführende Links und Buchtipps. Das können Sie sich dann gerne im Nachgang auch nochmal anschauen. Wir haben das auch zusammengefasst in zwei Blogbeiträgen tatsächlich von unserer Seminarreihe vom Jahr 2001, glaube ich, war es. Und ansonsten habe ich jetzt noch drei
Backup-Slides, die würde ich jetzt an der Stelle überspringen, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Die bekommen Sie dann natürlich mit den Folien nachgeliefert. Und ja, in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen haben. Und jetzt muss ich mich hier kurz durchklicken und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. So. Ja, Herr Bauer, ja, vielen Dank. Das ist doch schon mal ein sehr interessanter Einstieg gewesen und tatsächlich auch echt viel tatsächlich, was Sie da alles an Infos jetzt für uns bereitgehalten haben. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen im Chat bekommen. Alle, die noch eine Frage haben, Sie können die auch gerne noch kurz reinschreiben. Ich habe hier den Laptop extra da, damit ich den Überblick behalte. Die erste Frage tatsächlich bezieht sich auf die Keywords, die SEO-Keywords sozusagen. Gibt es, sollten die einem bestimmten Format oder einer Logik folgen oder kann man einfach auflisten? Also vermute ich im Google My Business Eintrag, wenn man da seine Kategorien eingibt, würde ich fast vermuten. Ich habe leider nicht mehr Background-Info. Okay. Ja, das Thema Keywords ist ein sehr spannendes Thema, weil sich, also damit geht alles los, wenn Sie die falschen Keywords haben, optimieren Sie die Website auf möglicherweise vollkommen irrelevante Begriffe. Deswegen macht man da normalerweise auch eine sogenannte Keyword-Recherche. Das heißt, man beschäftigt sich erstmal damit, welche Keywords sind überhaupt wichtig, welche Keywords werden nachgefragt. Da gibt es auch spezielle Tools, wie zum Beispiel den Google Keyword Planner, wo man dann auch abfragen kann, wie häufig wird ein spezieller Begriff gesucht. Und dann ist tatsächlich wichtig, dass man eben nicht so ein sogenanntes Keyword-Stuffing betreibt, also dass man nicht einfach die Keywords nacheinander auflistet. Weder im Google My Business bzw. Google Unternehmensprofil sollte man das machen, noch auf der Website selbst, sondern da muss man ja ein bisschen darauf achten, dass das auch in einen ordentlichen Satz gehüllt wird, dass das einfach auch Sinn macht und auf gar keinen Fall einfach 10-mal SEO-Agentur da irgendwie in irgendeinen Meta-Keywords-Tag oder ähnliches reinpacken, sondern das sollte immer so sein, ich sage jetzt mal, wie Sie es gerne lesen würden. Also wenn da ein schöner Satz steht, in dem steht, wir sind eine SEO-Agentur aus Augsburg, wir beraten Sie gerne im Bereich Suchmaschinenoptimierung, wir bieten Seminare, Workshops und so weiter an, dann liest man das gerne. Wenn da aber jetzt einfach eine Aufzählung von Keywords steht, dann ist es eher nicht so gut. Also, und auf gar keinen Fall ein Keyword 10-mal oder häufiger da einfach hintereinander packen. Okay. Ich hoffe, das geht in die richtige Richtung. Ja, also wenn nicht, dann darf derjenige jetzt auch gerne nochmal ergänzend in den Chat schreiben. Die nächste Frage ist tatsächlich super spezifisch und zwar geht es um die Telefonnummer, die man ja angibt in seinem Google-Unternehmensprofil und da ist die Frage, ob man die für die bessere Lesbarkeit mit Leerzeichen versehen darf oder ob Google das abstraft. Ja, das ist jetzt tatsächlich eine sehr spezielle Frage. Also man kann das auf jeden Fall machen. Also vor allem, was typisch ist jetzt zum Beispiel, wenn ich von Augsburg ausgehe, 0821, Leerzeichen und dann den Rest, das ist absolut in Ordnung. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das im Quellcode nochmal anders hinterlegt. Das würde jetzt aber zu weit führen, aber da ja, schreibt man dann ein Tell, Doppelpunkt und dann geht es los mit +49 und alles zusammengeschrieben. Dann kann man die auf jeden Fall anklicken. Für den Google My Business Eintrag gibt es tatsächlich klare Regeln. Die sind auch bei Google stehen die nochmal auf der Seite, beziehungsweise auch in der Präsentation sind sie drin. Also das sind die empfohlenen Schreibweisen. An die würde ich mich halten. Mehr Leerzeichen würde ich nicht reinpacken, weil es eben sonst sein kann, dass es nicht als offizielles Telefonnummernformat angesehen wird. Ja. Okay, alles klar. Und dann haben wir tatsächlich noch eine sehr spezifische Frage, die also nochmal spezifischer tatsächlich. Und zwar gibt es eine Unternehmerin, die hier mit dabei ist, die hat eine Firma, deren Name aus 8 Großbuchstaben besteht und Google beschwert sich, dass das, also gibt eine Nachricht aus, möglicherweise hat ihr Unternehmensname sozusagen zu viele Großbuchstaben und verweigert ihr das Anlegen eines Profils, vermute ich dann mal. Okay. Was wäre der Tipp? Auf Teufel komm raus, versuchen es durchzuziehen. Lohnt es sich, sich in die Google Hotline zu begeben oder knickt man ein und sagt, okay, dann nur der Anfangsbuchstabe groß? Das ist tatsächlich jetzt eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob wir den Fall schon mal hatten. Ich glaube tatsächlich nicht.
Da müsste ich tatsächlich auch nochmal nachgucken. Da bin ich jetzt überfragt. Ich würde es spontan dann klein schreiben oder Google Hotline kann man probieren. Das Problem ist so ein bisschen bei Google, dass man bei allen Produkten, die jetzt nicht direkt mit Umsatz für Google verbunden sind, also alles, was nicht die Anzeigen sind, hat man normalerweise relativ schlechte Chancen, da jemanden zu erreichen. Also das kann man ausprobieren, aber da wird man meistens wenig Erfolg haben. Deswegen wäre der Tipp einfach an der Stelle, darüber nachzudenken, das dann einfach in Kleinbuchstaben zu schreiben. Was auch bei Großbuchstaben ein bisschen ein Problem ist, das nimmt natürlich auch immer viel Platz ein. Also gerade wenn wir jetzt auch von der Optimierung auf der Website sprechen, da hat man im Title Tag auch nur eine gewisse Anzahl an Zeichen bzw. Pixeln zur Verfügung. Und wenn man da alles in Großbuchstaben schreibt, dann ist der Platz sehr schnell aufgebraucht, dann bekommt man weniger Informationen da rein. Deswegen, Das stimmt natürlich auch. Das ist ja. vielleicht nochmal ein Grund mehr zu sagen, okay, dann starten wir schnell mit Kleinbuchstaben. Und ja, aber letztendlich natürlich immer eine unternehmerische Abwägung, wie man es dann gerne hätte. Genau, und eine letzte Frage habe ich noch, und zwar von einer Unternehmerin, die sagt, sie wird von Firmen öfter mal kontaktiert, die ihr anbieten, fürs Google-Unternehmensprofil professionelle Fotos zu schießen, sozusagen vor Ort zu kommen und die zu machen in einer guten Qualität. Und die fragt sich halt, lohnt sich das? Und was ist eigentlich anders von deren Fotos zu den eigenen Fotos? Das kann sich tatsächlich lohnen. Also die machen oft dann auch so 360-Grad-Aufnahmen. Also je nachdem kann man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Es sind leider in unserer Branche sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Aber prinzipiell kann sich das auf jeden Fall lohnen, weil die auch natürlich ganz genau wissen, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Man kann aber auch die Fotos einfach selber machen. Also beides funktioniert sehr gut. Da muss man ein bisschen abwägen, hat man ein Budget dafür übrig, braucht man so eine 360-Grad-Ansicht. Da sind die meistens ein bisschen darauf spezialisiert. Wenn man sowas gerne hätte, würde ich da jemanden beauftragen. Ansonsten kann man es auch erstmal mit eigenen Fotos ausprobieren. Also wichtig ist halt immer das Thema Bildrechte und DSGVO beachten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ja, dass man einfach so ein bisschen den Nutzer in die eigene Firma reinblicken lässt, ja, wie ein Ja. bisschen Emotionen auch vermittelt, ja. Ja, also ich würde auch sagen, dass man schon auch mit eigenen Fotos eigentlich einen ganz guten Eindruck vom eigenen Geschäft vermitteln kann. Das ist ja eigentlich das Ziel, was man verfolgt mit einem Google My Business Eintrag. Aber man sollte halt so ein paar Basics machen, dass die Qualität einigermaßen stimmt, dass man, wenn man seinen Laden von außen fotografiert, den nicht im Regen oder im Dunkeln oder so, sondern Genau. dass das halt gut wirkt. Und dann kann man das ausprobieren. Aber natürlich selbstverständlich auch Dienstleister haben sicherlich nochmal ein Auge dafür. Aber wie gesagt, auch hier die unternehmerische Abwägung. So, jetzt ist noch eine Frage tatsächlich reingekommen, und zwar zu Seiten, die es gibt, die im Prinzip nur dazu da sind, um Backlinks zu generieren. Macht es Sinn, sich darauf listen zu lassen, oder wird es von Google abgestraft? Das ist eine sehr gute Frage. Also, das sind dann oft sogenannte Webverzeichnisse oder Portale. Da gibt es tatsächlich sehr viele, die einfach nur für den Zweck da sind, Backlinks aufzubauen. Dementsprechend, die kennt Google natürlich auch und die haben dann meistens zumindest schon mal keinen positiven Effekt, sondern eher einen negativen. Deswegen, das ist aber ganz schwer, das auch pauschal zu beantworten. Das müsste man sich von Fall zu Fall anschauen. Was man aber als pauschale Aussage treffen kann, was immer ganz gut ist, das sind eben die Portale, die eben zum Beispiel bei diesem Uberall.com-Check genannt werden, das sind auch die von Google berücksichtigt werden und die, ja, wo Google auch nochmal abgleicht, ob die Google Unternehmensprofiladresse passt. Ja, wenn man sich zum Beispiel wundert, dass auf einmal die alte Adresse im Google Unternehmensprofil drin steht, das hängt sehr häufig damit zusammen, dass man in den ganzen Portalen noch mit der alten Adresse gelistet ist. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich da listen zu lassen. Und ansonsten kann man noch als Faustregel sagen, wenn das ein Portal ist, das zum Beispiel, ich sage jetzt mal, nur Zahnärzte auflistet, dann ist es von der Qualität her meistens noch mal deutlich besser, als wenn da jetzt der Zahnarzt neben einem Einzelhändler und neben einer SEO-Agentur beispielsweise gelistet wird. Also das muss man wirklich ein bisschen von Fall zu Fall sehen. Und was halt oft auch Sinn macht, die Seiten anschauen. Haben die ein ordentliches Impressum? Sind die generell, machen die einen ordentlichen Eindruck? Wer ist da alles verlinkt? Ja,
sind vielleicht so ein paar Tipps, okay, wie man da noch aussortieren kann. Also auch ein bisschen Recherchearbeit dann dabei, mhm, und ein bisschen ja, eigenes Mit- und Nachdenken tatsächlich. Genau. Ich habe noch eine Frage tatsächlich, so spontan, und zwar, wie oft empfehlen Sie, dass man sein Google My Business oder eigentlich Google Unternehmensprofil, Entschuldigung, inzwischen, aktualisiert und dann parallel auch im Vergleich zur Homepage? Ja, super Frage. Also wichtig ist natürlich, dass er immer aktuell ist. Das ist das Wichtigste überhaupt, vor allem eben mit, was wir sehr häufig erleben, sind, dass der Kunde die Öffnungszeiten beispielsweise nicht pflegt, dann ändert sich da was und dann ärgert er sich, dass er am Sonntag angerufen wird oder der Kunde ärgert sich, weil er nicht erreichbar ist. Also das sollte auf jeden Fall alles aktuell sein. Und ansonsten hört man oft von SEO-Agenturen auch, du brauchst immer frischen Content, du brauchst unbedingt einen Blog, du musst immer was Neues haben. Das ist tatsächlich eigentlich nicht so. Also das hängt sehr stark vom Keyword auch wieder ab. Natürlich gibt es Keywords, wo sich sehr viel tut, wo wirklich jeden Tag irgendwas Neues kommt. Zum Beispiel, passt jetzt nicht hier rein, aber Angela Merkel wäre zum Beispiel so ein Keyword. Da muss natürlich auf der Google-Seite, da müssen immer die neuesten Informationen drauf. Und dann gibt es aber auch Content, sogenannter Evergreen-Content, der jetzt genauso aktuell ist wie in 2 Jahren, sage ich jetzt mal. Da braucht man dann auch keinen Blog und muss da ständig irgendwas künstlich schreiben. Also man muss da wirklich, guter Tipp ist vielleicht, sich immer die Suchergebnisse anzugucken, die Top 10 anzugucken für den Begriff, für den ich gefunden werden möchte und einfach abzuwägen, wie machen denn die anderen Seiten das? Blocken die regelmäßig oder ist da eigentlich die gleiche Seite seit 10 Jahren auf Platz 1? Also da kann man dann schon ein bisschen was ableiten. Okay. Und ansonsten wichtig ist natürlich immer, dass es relevant und aktuell ist. Also ein bisschen Konkurrenzanalyse auch noch mit, genau, drin. Und bei einer Homepage, die ja meistens mehr Inhalt enthält tatsächlich auch und noch ein bisschen komplexer ist? Also würde ich im Grunde genau das Gleiche raten. Also ganz wichtig einfach, die muss aktuell sein, sie muss relevant sein. Also wenn sich einfach was getan hat in dem Bereich, dann ist natürlich schon wichtig, dass man da auch einen Content dazu hat. Wenn es aber jetzt eine Branche ist, also B2B ist das oft der Fall, dass sich da jahrelang wenig tut, dann brauche ich keinen Blog, wo ich dann ständig was neuen Content schreibe und eigentlich immer nur die Produkte beschreibe. Also es macht dann keinen Sinn. Also man muss da wirklich Konkurrenzanalyse betreiben, die Top 10 sich anschauen und also da kann man überhaupt das meiste draus lernen. Also immer die ersten 10 Ergebnisse anschauen, was haben die gemeinsam? Das sind dann meistens die Sachen, die sollte ich auch haben, weil die offensichtlich Google fordert, weil Google weiß, dass der Nutzer die gerne sieht. Und wie schaffe ich es dann, da noch was dazu zu packen? Also wie schaffe ich es, auf der einen Seite den gleichen oder ähnlichen Content zu haben, also die gleichen Themen abzudecken, aber zusätzlich noch neue Aspekte reinzubringen? Und wenn man das gut macht, dann hat man eigentlich sehr gute Chancen auf ein Seite 1 Ranking, sage ich jetzt mal. Okay, dann zum Abschluss noch eine Frage, weil jetzt fangen auch schon die Dankesbekundungen an, hier einzugehen. Und zwar, wie können Bilder bei Google Street View aktualisiert werden? Meine Vermutung ist ja gar nicht, weil Google die selber macht, aber vielleicht wissen Sie mehr. Boah, das ist jetzt tatsächlich Google Street View, muss ich tatsächlich gerade passen. Also ich kann gern mein Team morgen nochmal fragen und dann im Nachgang das noch versuchen mitzuliefern, aber das weiß ich gerade tatsächlich auch nicht. Okay, also derjenige, der das geschrieben hat, gerne einfach die Mailadresse in den Chat schreiben, dann wissen wir, an wen wir die Antwort richten können tatsächlich. Genau. Gut, dann Herr Bauer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Hier was zu erzählen. Dankeschön. Dann bleibt mir noch, Sie darauf hinzuweisen, dass der digitale Donnerstag natürlich weitergeht. Unser nächstes Thema ist der Online-Schaufenster-Check, den wir am 9. März anbieten. Da geht es tatsächlich darum, dass wir uns in der Gruppe wirklich auseinandersetzen. Was macht ein gutes Schaufenster aus? Wie kriegt man es hin, dass die Kunden stehen bleiben und dann natürlich auch in den Laden kommen? Was sind so die Basics, die man wissen muss? Und wenn Sie möchten, können Sie sich auch ein Feedback einholen zu Ihrem Schaufenster. Wenn Sie einfach möchten, dann können Sie tatsächlich, wenn Sie sich angemeldet haben, ein Foto machen von Ihrem aktuellen Schaufenster und dann wird es mit in diesem Format mit besprochen.
Aber es geht natürlich nicht nur um Schaufenster, wir machen auch andere Sachen. Also im März gibt es auch nochmal IT-Sicherheit im Handel, wo es dann tatsächlich wirklich darum geht, wie stelle ich meine Daten sicher und so weiter, was sind so die Basics, die ich haben muss. Wir greifen das Thema Social Media zweimal auf. Einmal mit der Frage, lohnt es sich Anzeigen zu schalten als kleines Unternehmen tatsächlich? Und wenn ja, wie mache ich das? Mit welcher Strategie, mit welchem Budget? Worauf muss ich achten? Wie plane ich da so eine Kampagne? Und da werden wir dann auch ein bisschen reingehen in den, also wir werden das am Beispiel von Meta machen, also Facebook und Instagram, und dann gehen wir auch eben in diesen Werbeanzeigenplanner mal rein und zeigen, wie das aussieht. Und dann gibt es natürlich nochmal das Thema rechtssicher posten, also auch immer sehr beliebt. Die Frage sozusagen, wenn ich bei Instagram poste und ein Reel mal mit einer Musik unterlegen will oder eben auch Bilder nutze, die nicht meine eigenen sind, wie kann ich sicherstellen, dass das alles rechtssicher passiert und keine Abmahnung ins Haus flattert? So, jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen damit ein bisschen tatsächlich Lust machen konnte, auch bald wieder einzuschalten. Für heute bleibt mir nur, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben es genauso spannend gefunden wie ich und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen zu einem digitalen Donnerstag oder einem anderen Webinarformat der IHK. Wiedersehen.